Ich fand's so geil, dass jetzt die ersten Tage wieder irgendwie länger waren und so. Freut dich auf den Sommer? So, habt ihr Bock auf Sommer? So, wer ist eher Sommerkind? Ja, aus dem Ennepetal endlich raus. Also ist so, ich freue mich mega auf den Sommer. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder so mega heiß wird, ehrlich gesagt, weil ich schwitze relativ schnell, ja, und mein Körper hat eine ungleiche, tschüss, und mein Körper hat so eine ungleiche Wärmeverteilung so. Also manchmal passiert es, dass mein ganzer Körper friert, aber ich habe hier einen See. So, also der will mich, ich blamier dich. Und ich so, ja, machst du. Und bei mir war jeder Tag im Sommer so, als es so heiß war, ich habe so um, ja, 10 Uhr so ein 96-Stunden-Deo drauf gemacht. Um 15 Uhr waren die 96 Stunden um. Und ich frage mich so, was ist das überhaupt für ein Produkt? So, dieses 96-Stunden-Deo, weil wir leben in Deutschland, so, du kannst duschen. Also, ich verstehe den Sinn nicht, ja. Und angenommen, du denkst nach 95 Stunden so, ja, Mann, wie riecht denn dann der Rest? So, also, machst du die Hose auf und die Kinder sterben? Also, sorry, ich finde, das Produkt ist nicht zu Ende gedacht, wirklich, ja. Und es ist auch echt so krass mit, könnt ihr nachts pennen, wenn es so mega warm ist? So, das fällt, also mir fällt es schon schwer und mein Partner, der ist so ein Heizstab, wir haben manchmal morgen Brandlöcher im Bettlaken. Es ist wirklich, und deswegen habe ich ihm dieses Jahr, habe ich ihm zum Geburtstag so einen Dyson-Ventilator geschenkt. Kennt ihr diese Dinger? Die sind ohne Rotorblätter, so. Das ist einfach so ein Loch und da kommt Luft raus, so Future. Und also das ist total krass und das schießt so richtig kalte Luft durchs Schlafzimmer. Das ist so, oh, das ist so geil, ja. Das Problem ist nur, dass er nachts auch relativ häufig furzt. Und ich sage euch eins, so ein warmer Furz, das ist okay, das ist Alltag, ja, das ist normal. Aber dieser Dyson-Ventilator, der zieht diesen warmen Furz ein und schießt den dir als eiskalte Backpfeife des Todes na in dein, die ganze Zeit. Das, Leute, ich so riecht's in der Hölle. Nach kaltem Furz, das wünsche ich keinem Menschen, ey. Aber ich finde es schön, dass jetzt kommt ja erstmal Frühling. Jetzt kommt Frühling. Frühling ist auch okay. Frühling ist ja so die Zeit, die Tage werden länger, die Allergiker heulen rum. Und Leute mit einer Midlife-Crisis holen sich ein Longboard. Ich denke mir so, guck mal, alles im Leben hat doch seine Zeit, oder? Ich weiß nicht, muss man sich mit 50 Jahren noch so ein Longboard zulegen? Also ist die Zeit nicht vorbei? Ich weiß nicht so. Ich habe am Wochenende einen gesehen mit so einem Longboard, so einem älteren Herren, und ich sage bewusst Herr. Und er ist auf diesem Longboard halt so rumgefahren. Und das Komische war, er hatte Knieschoner an, aber keinen Helm. Wo ich mir denke, was ist das für eine Prioritätensetzung? Denkst du im Krankenhaus dann so, ja, aber die Knie sind okay. Das ist doch nicht gut durchdacht. Ja. Wenn du ein Atomkraftwerk baust, dann baust du den Schutzbunker auch um den Reaktor und nicht um die Kantine. Und wenn das Ding hochgeht, alle so, wir haben alle Krebs, aber wir sind satt. Das ist doch nicht geil, ja? Und dann hatte der auch noch so eine GoPro umhängen. So, wisst ihr, diese GoPros, so alle haben so eine Actioncam mittlerweile dabei, bei allem, was sie machen. Aber wisst ihr, was man braucht für so eine Actioncam in seinem Leben? Action. Ich frage mich, warum der auch die ganze Zeit sein eigenes Versagen auch noch dokumentieren will, Leute. Also, ich verstehe das nicht. So, also, was machst du denn dann mit so einem Video danach? Irgendwie machst du dann so einen Filmabend mit deinen Enkeln, irgendwie so. Ja, guck mal, bei dem da hat der Opa sich eine halbe Stunde blamiert und dann seine Schneidezähne verloren. Hey, das ist doch kein geiles Video, ja? Und ich habe dann irgendwann so gedacht, okay, Simon, lass einfach jedem das, was er möchte. Ich wollte dann gehen, aber dann wurde es nochmal interessant. Weil dann hat sich der Bodenbelag geändert, ja? Und dann wurde mir schlagartig klar, warum das Kopfsteinpflaster heißt. Aber ne, beruhigt euch so, also ihm geht's gut, also dem Knie.